Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind am Start mit Episode Nummer 15 in FIFA 16, das heißt, wir nähern uns langsam der 20. Es ist eigentlich bitter, es ist eine eurer Lieblingsserien hier auf dem Kanal, wenn nicht sogar die Lieblingsserie von euch allen, und es kommt so wenig. Es tut mir wirklich leid, ich versuche in Zukunft wieder mehr zu bringen, aber es ist halt einfach auch schwierig, momentan das Ganze zu produzieren, weil ich so wenig Ultimate Team spiele, allgemein so wenig zocke. Ich versuche es trotzdem wieder, wenn es euch gefallen sollte und wenn ihr wollt, dass es mehr gibt, dass mehr kommt, dass mehr 7 Minute Squads auf diesem Kanal erscheinen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären richtig, richtig geil, würde ich mich extrem drüber freuen. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Links zu Instagram, zu Facebook, zu Twitter, zu Randy Run. Auf jeden Fall auch auschecken, wenn ihr unterstützen möchtet. Aber der Like ist auf jeden Fall das Wichtigste, und ich möchte mich einmal kurz bei euch bedanken für die Resonanz unter dem vorgestrigen Video aus eurer Sicht, aus meiner Sicht gestrigen Video, der Vlog, wo ich unter anderem über Fade gesprochen habe. Der kam einfach richtig gut an. Ihr habt genau das gemacht, was ich eigentlich von vielen nicht erwartet hätte, sondern mich unterstützt. Habt gesagt, dass ihr es auch nicht verstehen könnt teilweise, und habt mich einfach nochmal in meiner Meinung bestärkt bzw. verstärkt. Genauso sieht es aus beim Gamer Brother, der ist genauso ungerechtfertigt nicht dabei, aber es ist nun mal einfach so und ich verstehe es nicht, aber danke auf jeden Fall. Ich habe wirklich eine geile Community, da kann ich nichts gegen, es ist einfach so. Ich habe zwar, klar, jeder hat irgendwo ein paar Spackos rumrennen, das ist ganz normal, aber ich sondiere das ja schon ganz gut, und dementsprechend auf jeden Fall danke an jeden Einzelnen, der mich abonniert hat. Ich habe das Ganze gerade hier schon mal aufgenommen, da ist aber gefällt bei meinem PC, dachte, ich renne da gerade ein Video, deswegen kann ich jetzt nicht noch aufnehmen. Es ist alles ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Deswegen muss ich das Ganze nochmal neu machen. Allerdings war ich sowieso erst so weit fortgeschritten, als ich die beiden Spiele ausgewählt habe. Und das sind einmal, wie ihr sehen könnt, jetzt John Terry und Alessandro, heißt er überhaupt so? Antonio heißt er, ne? Antonio Candreva, genau. Terry war der zweite, Candreva war der erste. Ich habe mich fürs 4-2-3-1-2 entschieden und habe, weil ich direkt hier schon mal ihn auf Chemie haben möchte und weil ich ihn hier nicht umwandeln möchte, englischen Manager aus der Serie A genommen. Ja, ich habe jetzt 7 Minuten Zeit mal wieder. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, weil ich jetzt unter Zeitdruck ein bisschen stehe, was natürlich daran liegt, dass das alles so wunderbar funktioniert hat. Vielleicht schaffe ich ja das schnellste 7-Minute-Squad in der Geschichte. Ich weiß es nicht, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man die beiden verlinken kann. Weil Engländer Serie A und... ich habe keine Ahnung. Mal sehen. Auf jeden Fall legen wir los in 3, 2, 1 und go. Go. Aha, so, alles klar, wir können loslegen. So, was gibt es für englische Spieler in der Serie A? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da haben. Übrigens war James Milner der erste Spieler, der mich dafür Terry entschieden, weil ich Milner nicht direkt verlinkt haben wollte. Ich weiß nicht, was gibt es für englische Spieler? Ne, Ligue 2 brauche ich nicht. Auch da gibt es einen Engländer, Überraschung. Serie A, so. Cole, okay, das war klar, aber der ist ja... ohne Link zu Candreva. Morrison aber nicht. Ist Morrison Forster Skiller? Kann ich nur auf 6 stellen? Ja, mittel als 75, 45 Defending. Vielleicht lieber auf 10, aber das ist dann wieder schwierig. Weil da muss ich die ja noch irgendwie dahin verlinken. Aber dann kann ich natürlich Milner benutzen eigentlich, ne? So, Milner. Wobei geht das auch mit Candreva? Ja, Candreva braucht dann Strongling zum Stürmer, oder? Doch, Rechtsverteidiger aus der Serie A haben wir sogar. Und zwar, hier. Ne? Wer ist er denn? Damian. Der müsste... so, dann braucht Candreva noch einen Link. Das ist gut. Das ist gut. Können wir auf jeden Fall so machen. Kandidatenliste. Wie viele Links braucht Morrison? Morrison hat bisher keinen Deadlink. Das heißt, Stürmer und dann linkes Mittelfeld. Das heißt, wir brauchen einen neutralen Stürmer. Nicht von Lazio kein Engländer. Was sowieso utopisch ist in der Serie A. Sondern einfach irgendeinen Stürmer. Higuain. Ambitioniert. Was gibt's denn für Stürmer? Baka. Grüße an Alex Pato an dieser Stelle. Baka hat zwei Sterne Weakfoot und zwei Sterne Skill, aber der hat extrem geil Ingames. Ich hab den ja schon mal in dem Team gehabt. Der ist sehr stark. Mandzukic wäre auch eine Möglichkeit. Jovetic. Kommt natürlich darauf an, wie ich es mache, ne? Ich glaube, ich nehme Baka. Baka ist gut. Wir brauchen einen linken Mittelfeldspieler. So, was machen wir da? Wir müssen natürlich auch noch irgendwie verlinken in die Premier League. Das ist auch wieder so ein Ding. Egal. Ich glaube, linkes Mittelfeld ist erstmal... Perisic sieht gut aus. Aber kann ich das überhaupt noch rein verlinken? Ich brauche dann eigentlich einen kroatischen Sechser, ne? Oder? Ja, Terry müssen wir erstmal darüber stellen. Das ist klar... kroatischer Sechser, dann bräuchte der einen Strongling zum Linksverteidiger, was aber doof ist. Weil der muss auch Kroate sein. Oder ich mache Linksverteidiger Link. Oder Sechser.
Wenn ich auf 6... Ne, kann ich keinen Strong Link hinstellen wegen Morrison. Und ich könnte hier einen neutralen Kroaten hinstellen. Wo es nur Leovac gehen, wo nur Leovac gehen würde. Und dann auf 6. Auch in Kroaten. Hajalic. Ja gut, Halilovic und so gehen halt, aber ich brauche halt auch einen kroatischen Innenverteidiger und dann einen kroatischen Torwart aus der Premier League. Was komplett unmöglich ist, glaube ich. Aber es würde halt gehen. Es wäre noch nichts wasted. Wenn bei der immer noch in der Bundesliga spielen würde. Oder Perisic. Wobei, da hätten wir den gar nicht. Gibt es überhaupt einen kroatischen? Ja, gut, Lovren, ne? Aber das ist ja egal, wir brauchen einen kroatischen Torwart. Und den gibt es gar nicht. Gut. Das heißt, es ist hinfällig. Mit was könnte man das noch machen? Was hat ein Moment Strong Link? Was hat ein Inter für Linksverteidiger? Ich brauche dann, also dann brauche ich einen Perfect Link hier mit dem Torwart noch. Dann müsste es auch aufgehen. Tejesh, haben die noch was? Wobei Tejesh eigentlich schon perfekt ist, ne? Brasilianer kann es bestimmt locker machen. Santon. Okay, Tejesh nehmen wir mal. Jetzt brauchen wir nur noch einen brasilianischen Perfect Link. Einen Torwart haben wir auf jeden Fall in der Premier League Brasilianer. Und zwar Gomez, der ehemalige Hoffenheimer, der Watforder. Da haben wir einen. Das geht. Dann brauchen wir jetzt noch einen brasilianischen Perfect Link. Naldo? Was kostet Naldo? Luis Gustavo dann halt. Ja. Geht. Gustavo habe ich im Verein. Ja. Machen wir so, alles klar, sind wir fertig. Sind wir vollständig. Sieht gut aus, glaube ich, ne? Ja, 2 Minuten noch gehabt, 5 Minuten Squad. Ist gut. Ich baue das mal eben fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir haben einen Link zu viel und zwar Tejesh. Das heißt, wir sind nicht nur Links wasted, aber das Team sieht sehr stark aus an sich. Ich gebe mal hier dem Kollegen Gustavo eine Fitnesskarte. So, Fitness und dann einmal drauf damit. Das Team sieht auf jeden Fall solide aus, kann man nichts gegen sagen. Ich bin natürlich ein Sparfuchs und weil ich nicht alle Spieler in meinem Verein hatte, habe ich einfach mir gedacht, komm, wir machen das Ganze anders. Wir stellen jetzt auf 6 Nathaniel Klein, ist ja auch ein Engländer und Rechtsverteidiger dann auch Bonner, der ist auch schnell genug dafür. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich denke mal, das kann man auf jeden Fall auch so spielen und die Chemie geht auch auf. Zumindest von Terrion Kandreva und von daher denke ich mal, passt das so. Ich suche einen Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Gegner wurde gefunden und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch jetzt wirklich geglaubt hat, dass ich da mit Klein und mit Ogbonna spiele und wer gepeilt hat, dass es einfach nur ein bisschen, ja, Veräppelung von den Leuten war, mit dem er das immer vorwerfen, dass ich so ein Sparfuchs wäre. Wir spielen gegen Empoli Squad, das komplett aus Empoli besteht. Unter anderem haben wir da gerade Paredes gesehen auf der 6, warum immer er da spielt. Und vorne Quagliarella, ich weiß nicht, ob der gewechselt ist oder so, aber auf jeden Fall ist er da drin. Wird interessant, würde ich mal sagen, gegen ganze Teams ist immer sehr schwer zu spielen, also gegen einen Verein Teams. Deswegen bin ich mal gespannt, was da laufen wird. Aber das wird schon. Bakker mit dem 1-0, aber er stand leider im Abseits. Weiterhin 0-0. Alter Schwede, was war das denn? Haut der da einfach einen Schuss raus, den ich niemals so erwartet hätte. Und macht da fast den Führungstreffer. Gerade nochmal so gut gegangen. Alter Schwede, ey, das ist nicht mehr normal. Ich wollte gerade sagen, es geht noch absolut nichts zu tun, was normal ist gegen solche Teams, weil nichts klappt. Und dann die Ballmitnahme und das Volley-Ding, was ist denn da los? Alter, ist das ein krankes Ding. Wow. Das war stark gehalten, da kann man nichts gegen sagen. Da ist Luis Gustavo, der kann aber nicht selber schießen, deswegen liegt er aber auf Morrison abgefälscht. Jetzt sind wir am Drücker. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt wird es immer stärker. Kandreva mit der Ecke. Da ist wieder Luis Gustavo. Ne? Das war dumm. Ja, egal, vielleicht in die Mitte köpfen. Ja, fast. Oder ganz. Milner. Ja. Nochmal Latte. Wieder Gustavo. Diesmal mit rechts. auch nicht schlecht.
Sehr ausgeglichenes Spiel hier. Ich habe zwar 8 Schüsse, aber seine sind auch auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Vor allem hat seine Mannschaft irgendwie eine Schusskraft, die ich überhaupt nicht beschreiben kann. Warum das Tor von Kondreva von der Position gefallen ist, weiß ich nicht. Eigentlich war es von der anderen Seite. Mir ist es aber egal, wir gehen jetzt in die zweite Halbzeit rein und holen uns den Sieg. Ball von Gustavo auf seinen Ex-Teamkollegen Perisic. Die Flanke ist aber nicht gut. Aber da ist wieder Kondreva und der hat einen geilen Schuss. Ah, schade. Oh, starke Parade von Gomez. Da wollte ich gerade schon sagen, dass 1:1 ist gefallen. Das lag mir auf der Zunge, aber es fällt dann doch nicht. Paredes mit der kurzen Ecke auf Croce. Aber der scheitert schon direkt an Kondreva. Chance lebt noch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Perisic, ah, Lattenkreuz. Das wäre der zweite Longshot gewesen in dieser Episode, aber leider scheitern wir zunächst einmal. Nochmal der Ball auf Morrison, der kann auch Longshots. Wieder Latte, das ist ja unglaublich. Bakker und wieder drüber. Schade. Ja, leider nicht das Tor, aber jetzt nochmal Milner. Das war eine Flanke zu Stavo, der kann nicht schießen. Na, Perisic kann es. Fake Shot. Schade. So, Freunde, ist vorbei. Wir gewinnen mit 1:0 in einer sehr, sehr interessanten Partie. Wir hatten viele Torchancen auf jeden Fall. Es war auf Augenhöhe. Es hätte beide Wege gehen können. Aber im Endeffekt bin ich der verdiente Sieger, würde ich mal so behaupten. Auch wenn übrigens das Farbschema dieser Trikots nicht sonderlich schön ist, finde ich die irgendwie geil. Meine anderen Trikots sind jetzt die von Newcastle in Blau und Weiß, die sehr, sehr geil sind. Die sehen so ein bisschen aus wie die von Empoli. Allerdings mit blauer Hose. Die werde ich demnächst auf jeden Fall in meiner 7-Minute-Squad-Folge benutzen. Und das schon der Hinweis. Es wird natürlich demnächst wieder welche geben. Vor allem, wenn es euch richtig gefällt, lasst den Daumen nach oben einfach da, dann sehe ich, dass ihr demnächst schon so schnell wie möglich wieder eine sehen wollt. Und ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag mit diesem Sieg gegen Gli Alkulsati oder wie auch immer er heißt. Man of the Match ist James Milner, das ist vollkommen in Ordnung. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.